Müssen wir den Dialog hier weiterführen? Ja. Juhu, bei der DJV-Fachtagung 24 Stunden Zukunft diskutieren junge Journalistinnen und Journalisten mit Daniel Drepper über Haltung im Journalismus. Genau, das war das Thema gestern und heute. Also die jungen Journalisten im Deutschen Journalistenverbund haben diese Veranstaltung in Potsdam gemacht. Und da habe ich mich mal durch diesen Hashtag hier 24 Stunden Zukunft so ein bisschen durchgeschaut. Also dieser Daniel Drepper, wie ich dann ziemlich schnell gemerkt habe. Also erstmal war diese Dame hier noch. Unsere Haltung entscheidet darüber, wie wir über die Welt berichten. Ja, journalistische Verantwortung. Das ist wohl Ach du wahr. Scheiße, die hat es ja mal voll missverstanden. Die glaubt wirklich, dass sie hätte eine Verantwortung, ihre Meinung in das Volk zu bringen. Also eine Perversion des Journalistenbegriffs im Endeffekt. Die ist Naja, Lehrerin bei einer also Zeitung. ich lese das eher so, dass sie sich bewusst ist, dass es einen Einfluss darauf hat, wie man halt die Welt sieht. Und die Verantwortung ist, dass man sich dem bewusst sein muss. Also das lege ich dann ausnahmsweise mal ein bisschen, bisschen zu ihrem Guten aus. Naja. Auf jeden Fall, dieser Daniel Drepper ist halt der Chef von BuzzFeed Germany jetzt. Ja, bewerbt euch bitte alle. Ne? Alle Zuschauer möchten, dass morgen eine Bewerbung beim Herrn Drepper liegt. Ja. Genau. Ihr könnt die Zukunft von BuzzFeed gestalten. 24 Stunden oder Wir so. geben mal so ein bisschen Formulierungshilfe. Sehr geehrter Herr Drepper, ich habe von Ihrem Stellenangebot bei den Was Weltraumaffen erfahren. ist eigentlich Junge im DJV? Junge, warum hast du nichts gelernt? Ja, Ich meine, warum ist das nicht ist doch Mädchen total im. maskulistisch, Ja, oder? genau, es müsste eigentlich Mädchen im DJV heißen. Schweinerei. Mädchen, warum hast du nichts gelernt? Geh doch zum Prepper hin, der sucht Journalisten. Du hast doch früher dich für Fake News interessiert. Eine eigene Spaßfeed. Ja. Also BuzzFeed Germany, der absolute Krebs. Wo ich auch immer von der BuzzFeedisierung von ARD und ZDF spreche, weil die haben sich da ja auf jeden Fall auch viel abgeschaut. Diesen ganzen sozial relevanten Bullshit, dieses ganze Feministengebrabbel, um die junge Zielgruppe zu erreichen und blablub. Bento Z und andere Ja. brechinduzierende Medien, meinst du? Ja. Genau, dann hieß es hier irgendwie, BuzzFeed baut Teams in Deutschland und Mexiko auf für mehr Buzz und Feed, mehr Unterhaltung und News. Sagt der gute Mann. Mir summt schon der Kopf. Genau, Buzz heißt ja auch eigentlich, dass man betrunken ist. Ist ja auch so ein Codewort dafür. Oder zumindest angetrunken. Schreibt sich auch Lea Alexander bald. Das ist wohl sein erster Tag gewesen gestern. Boss Mode. Ach du Ja. Scheiße. Weil er hier Go so away, fake gamer girl. 24 Stunden Zukunft. Mal gucken, wie lange das aushält. Bevor einer sagt, oh, BuzzFeed hat schon wieder einen Mann eingestellt. Problematisch. Ja, Haltung bedeutet nicht mit der Herde zu rennen. Alter. Also habe ich dann gesagt, nee, Haltung will, also habe ich dann getwittert, Haltung bedeutet, dass die Herde hinter dir herrennt, weil du die einzige Wahrheit auf deiner Seite hast. Ja, vor allem gibt es doch verschiedene Herden, also die in Nee, es gibt verschiedene nur eine Richtungen Herde. laufen Es gibt nur und die demokratische Herde in Deutschland. Und alle anderen sind Wölfe. Das ist keine Meinung, no hate. Hier sind die Stunden Zukunft. Es wird noch besser. Tada, das ist keine Meinung. Ich freue mich, dass nur Hate Speech bei 24 Stunden Zukunft dabei ist. Danke.
Ich freue mich, dass auch die Genossen von der Staatssicherheit eine Abteilung zum heutigen Jubeltag des Staatsratsvorsitzenden geschickt haben. Ja, neues Deutschland. Junge in der neues Deutschland. Ja, also für die Leute, die es noch nicht wissen, dieses No-Hate-Speech-Movement des Europarats, bei uns von Frau Schwesig gepusht, mit Frau Witzorek, Frau Gümüşay und den üblichen Leuten. Hat auch wir jede hatten Menge. Früher ja auch die Freien Deutschen Journalisten, FDJ. Das war ein ordentlicher Verein. Wird in Deutschland auch gepusht von einer Organisation von Journalisten, also durchgeführt quasi mit öffentlichen Mitteln, nämlich diese neuen deutschen Medienmachern, über die wir ja auch schon ausgiebig berichtet hatten in vielen Fällen. Deren Lieblingssatz lautet, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ja, Journalist, Unternehmer und Satiriker, fand ich auch sehr schön. Von No Hate Speech stellt die Kampagne Hass ist keine Meinung vor. Der, vielleicht haben die gedacht, dass die Memes, die waren noch von, das waren doch die mit den Memes, oder? Vielleicht glauben die, dass das Satire ist. Tja, aber das, diese Kombination, der Journalist, Unternehmer und Satiriker, das ist wieder so typisch so, manchmal möchte ich, dass die Leute mich ernst nehmen, dann setze ich meinen Journalistenhut auf, ne? Und wenn ich dann irgendwelche Kacke geschrieben habe, irgendwelche Behauptungen aufgestellt habe, die nicht stimmen, dann war das einfach nur Satire, die ihr nicht verstanden habt. Wenn ich irgendwem vor den Karren gefahren bin oder irgendwie irgendwelche bekloppten Glossen rausgehauen habe und irgendwie feindselig war gegen irgendwelche Leute, dann bin ich, das ist Satire dann. Und dann will ich noch Knete machen und PR nebenbei und so und dann bin ich Unternehmer. So, dann habe ich den Hut auf. Aber warum gibt es eine Glaubwürdigkeitskrise im Journalismus? Ne, die gibt es nicht wirklich. Das ist alles nur von den Rechten irgendwie Verschwörungstheoretikern und so. Tralala. Volksschädlinge. Ja, sehr cool. NoHateSpeech.de organisiert 2017 drei Journalistentreffen. Ziel: Erfahrungsaustausch zum Umgang mit Hate Speech. Ja, wir haben ja gestern gelernt, dass nicht nur Flüchtlinge etc. pp. Von Hass betroffen sind, sondern ganz besonders auch die, die so unglaublich mutig sind und sich auf den Balkonen ihrer drei Zimmerwohnungen, die ihre Eltern bezahlt haben in Berlin, stellen und rufen Refugees welcome oder gegen Hate Speech oder so. Die sind ja auch unterdrückt. Ja, die haben wir nochmal so ein Icon. Leckerer Apfelbirnensaft, na schon mal wenigstens etwas, oder? Das war das Geistreichste, was bisher gesagt wurde. Haltung als stolz zu sein auf meinen Beruf. Alter Schwede. Binde ich mich an eine Seite, verlasse ich den Journalismus, hat der Wasid-Mensch gesagt. Komisch. Ja, aber du weißt ja, die Flüchtlingsdiskussion zum Beispiel, da gibt es keine zwei Seiten. Ja, bei GEMA geht auch nicht so, ja. Keine Objektivität des Reporters, nur Objektivität der Methoden. Ja, er muss aber halt die objektiven Methoden anwenden, der Reporter. Genau. Da würde ich ihm ja fast sogar recht geben, also dass du nie ganz abschalten kannst, wer du bist. Ja, aber wobei das du solltest bei denen halt ja, wieder so wie du halt, wenn du arbeiten gehst, irgendwie dir bewusst bist, was du da machst, solltest du als Journalist halt auch arbeiten gehen und dementsprechend die Handwerkszeug, das Handwerkszeug eines Objekt, also der Objektivität verwenden, weil das ist ja deine Aufgabe. Ja, da gab es ja bei GamerGate auch genug Sprüche hier von Lee Alexander irgendwie. Ich schreibe über die Leute, die ich gut finde und ja, das ist die Verschwörung. Chill friends, fuck ethics. Ja, genau. Wenn ich keinen Journalisten mit Migrationshintergrund einstelle, könnt ihr mich schlachten. Ja, gut, kann man, ja. Kann man natürlich so sagen. Aber, ja. Ja, ist auch eine leere Drohung. Also, wenn es gemein wäre. Ich verstehe nicht, was Migrationshintergrund für eine Qualität hat, halt.
Also in dem Zusammenhang von einer Arbeitsstelle. Das ist dann halt wieder dieses Diversity, von dem niemand weiß, ob es überhaupt einen Sinn hat. Weil es eine Theorie ist. Der magische Migrationshintergrund. Ja. Harry Potter und der magische Migrationshintergrund. Das wäre doch was für die alte Rowling. Verkaufen wir hier. Kann Hermine dann endlich rausfinden, dass sie trans ist. Das fand ich auch nett. In den USA vernetzen sich freie Journalisten, die eigentlich Konkurrenten sind. Was ich dann zitiert habe mit den Worten. Und da vernetzen sich auch feste Journalisten, die eigentlich Konkurrenten sind. Wie zum Beispiel bei Gamergate. Oder bei den Journal Pros. Ja, eben, das war ja das Ding. Und da gab es auch einen Programmierlehrgang, der natürlich, wie es sich gehört, für solche Leute erstmal mit einem Ausflug in die Geschichte der Computerei mit der Rolle der Frau angefangen hat. Naja, dann werden sie halt eine halbe Stunde auf Ada Lovelace rumgeritten sein. Das musst du halt erstmal wissen, so, ne? Also ich verdiene ja mein Geld auch mit Programmieren und also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es das auch Frauen machen, dann wäre ich gar nicht arbeitsfähig. Also wie soll das gehen, ne? Da würde ich dann sitzen und mir so denken, so, ich mache jetzt eine Schleife irgendwie, if, Klammer auf. Und dann kannst du einfach nicht mehr weiter, weil keine Vagina in der Nähe ist. Ja, dann denke ich mir dann so, nee. Da weißt du einfach nicht mehr, was du tippen sollst, weil. Genau, das kann nicht, das Logik funktioniert dann nicht so. Was steht da im Hintergrund? Intro, willkürlich. Gewählte Basics, gewählte Programmieren, Basics. Praxistipps, weiter. Ja, das ist wahrscheinlich ein willkürlich gewähltes Basic hier. Ja, und man riecht sich, es gibt 3:1 Verhältnis, mehr Frauen auf die Podien, auch Teil der Zukunft. Und hier im Hintergrund seht ihr dann auch jetzt Haltung annehmen, hier dieses Logo von der Veranstaltung. Oh Gott, jetzt Haltung annehmen. Oh Gott. Jetzt, aber alle. Und vielleicht können wir in Nürnberg uns treffen, alle, und dann nehmen wir da alle Haltung an. Die drei Damen müssen alle jetzt aufstehen. Das sieht aus wie von Silberkot, oder was? Das fand ich auch gut. Interessante Einblicke in die Social Media Workflows bei Funk. Danke. Er hat gelernt, wie man Leuten irgendwie nach 2 Tweets sagt, leck mich am Arsch, ich block dich, oder was? Ja, wir stehen hinter der Susi Grime, du bist ein Sexist, oder keine Ahnung was. Punkt. Die Susi hat total recht, weil sie eine Muschi hat. Ende. Ah! Jetzt ja. Wer hat Wladimir reingelassen? Die Russen sind da, die Russen sind da. Ha. Für die letzten 5 Minuten kommt der. Natürlich, ja, immer doch. Na, ja. Nicht die Zeit verschwenden mit Chefs, die einen ausbremsen. Das ist super. Das ist auch wieder so. Meine Eltern haben mir ja eine Eigentumswohnung gekauft. Da kann ich auch dem Chef einfach mal sagen: Nee, ich will den Job nicht. Das ist ein Schlag ins Gesicht von einem Arsch voll, vor so und so viel Prozent der anderen Deutschen, die jeden Tag mit ihren Chefs auskommen müssen und nicht sagen können, du bremst mich aus, ich kann die Zeit nicht mit dir verschwenden. Ja, weißt du, wie ich das lese? Ich lese das wie, ich will jetzt dieses und jenes hier irgendwie schreiben, lass mal. schreib mal lieber irgendwie was da drüber. Egal in welchem Fall, sind es beides Wohlstandsprobleme, mit denen sich die meisten Leute in diesem Land glücklich schätzen. Oh. Ja, das ist das Wichtigste. Flexible Arbeitszeiten im Journalismus, also wirklich ein Beruf, den du von der Couch aus ausüben kannst. Ja, das würde ich so gar nicht mal sagen. Ein Freund von mir ist Fotojournalist und der kann das nicht. Ja, der ist Fotojournalist. Das ist was anderes. Aber prinzipiell kannst du schon den Beruf des Journalisten von der Couch ausüben, wenn du. Ja, aber wie viele Journalisten braucht denn ein Land bitte?
100%. BuzzFeed hat auch gerade zur Bewerbung aufgerufen. Ja. Hier hast du nicht gehört, die nehmen Migranten besonders gerne. Die wollen Migranten Ach so, ich bin hier schon integriert. Ja, das wird denen nicht passen. Ja, die brauchen Leute, die anders aussehen als cishet weiße Männer, okay? Und ich bin so ein cishet weißer Mann. Mach dir doch einfach die Haare so ein bisschen Buchinger und zieh ein Mädchen-T-Shirt an und sprich komisch. Hallo, ich wollte bei euch anfangen, bei BuzzFeed Germany. Das ist jetzt irgendwie so deine private Fantasie. Das riecht wahrscheinlich nicht jeden mehr. Aber ja, du kannst ja einfach deine ganze Werbung auf Kyrillisch schreiben und dann einfach unten so mit lateinischen Buchstaben dann so, gib Job. Ja, genau. Ich werde einfach reinkommen und sagen, so ich habe jetzt hier mein Tracksuit dabei und ich werde mich in die Ecke Slavs quatten und dann so Semitschki essen und Wodka saufen und nichts machen. So. Da habt ihr eure Diversität. Diversität ist gut. Wo kann ich mein T34 parken? Nee, wo kann ich CSGO spielen? Komme ich mit meinem Laptop hin? So. Genau. Ich bin russischer Hackerkind. Lasst mich arbeiten. Ich bin russischer Hacker, es sind Wahlen dieses Jahr, also lass mich in Ruhe. Ja, genau so. Wir werden eh schon verfolgt, ja. Also. Genau, wir sind benachteiligt, alle sind da uns her. Ja, also das fand ich halt eben auch unglaublich dämlich, weil auch Work-Life-Balance, also das ist halt auch so ein Beruf, den du auch gerne mit nach Hause nehmen kannst und wahrscheinlich auch wirst. Ich meine, den ganzen Tag irgendwie drüber nachdenken, was los ist in der Welt. Da gibt es keinen Feierabend. Also, was soll das? Work-Life-Balance. Ja, es gibt sicher auch, es gibt halt überall die Leute, die haben einen 8-Stunden-Tag und es gibt die Leute, die machen 12 oder 14 Stunden, aber das ist dann auch oft halt eine Sache der Bezahlung, eine Sache der persönlichen Entscheidung. Work-Life-Balance kann man auch nicht jedem so aufdrücken, weil nicht jeder will dieselbe haben. Ich bin jemand, der hätte lieber viel mehr Life und weniger Work. Aber es gibt ja auch so Leute, die können nicht ohne. Ja, aber ich meine im Journalismus halt. Also. Aber da gibt es sicher auch Leute, die sich zum Herzinfarkt mit paar 50 arbeiten. Ja, aber ich meine ja, gerade in dem Bereich, das ist ja eh. Also, wenn du jetzt irgendwie schreibst über irgendwelchen Kram, das nimmst du doch immer mit. Das ist jetzt nicht so, ja, wenn du jetzt irgendwie Arzt bist oder... Ja, mein Kumpel muss ja manchmal auch Unfallopfer bei der Bergung oder so. Wenn ein großer Unfall war, muss er dahin ein Foto von der Bergung im Zweifelsfall machen. Und der sieht ja nicht nur das Foto ist ja dann für die Zeitung ohne Details. Vielleicht ein Blutfleck irgendwo. Aber er muss den ganzen Rest sehen, das nimmt er auch immer mit nach Hause. Ja, der Herr Bolz ist ja in letzter Zeit schon öfter positiv aufgefallen. Das ist jetzt hier von dem Markus Klöckner. Bitte? Ja, aber der Herr Bolz wird interviewt. Ach so. Den hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einem Video, in einem Interview, da hat er auch ziemlich Kritik an den Medien geübt. Und Telepolis hat halt Fragen eingesammelt von Lesern. Und hat die dann den Bolz gestellt. Ist ganz interessant. Wir können ja mal einen Auszug vielleicht draus, mal ein, zwei Fragen lesen. Das Ding ist auch wieder ziemlich lang, weil es ziemlich viele Fragen waren. Ja, hier zum Beispiel gleich die erste Frage. Der Leser geht davon aus, dass Medien zunehmend als Propaganda-Instrument für Regierungen fungieren und sich so auf Dauer zunehmend fragwürdig machen. Ja. Also er spricht hier von diesen Demonstrationen in Russland mit den Festnahmen und dass praktisch da eigentlich niemand demonstriert hat, wenn man es auf die Bevölkerung hochrechnet. Dass in Deutschland solche Demonstrationen nie so Wellen schlagen würden in der Größe wie in Russland, weil das hieße nämlich, runtergerechnet müssten hier 7.000 Leute demonstrieren. Und in Russland haben, ich glaube, ein paar 20.000 demonstriert. Und der Bolz sagt halt knallhart, so radikal die These auch ist, ich neige zur Zustimmung. Er hat den Sachverhalt perfekt formuliert. Es ist auch mein Eindruck, dass sich viele Leitmedien regierungsnah gerieren bis hin zur Propaganda. Besonders schlimm treibt es das Heute-Journal. Also es geht gleich richtig los. Und im Endeffekt ist die ganze Geschichte,
Ja, könnte auch wieder aus unserem Stream stammen, so ja, mehr oder wobei weniger. Lehrer der Nation ist allerdings auch wichtig. Das ist auch Teil von dieser super tollen Haltung, die da bei den ganzen Tweets beschworen wurde. Ja. Konstruieren Medien mitunter bewusst weiter an einer medialen Wirklichkeit, weil sie an dem von ihnen mitgeschaffenen Narrativ unbedingt festhalten wollen. Das trifft zumindest einen Teil des Problems. Hinzu kommt, was mein Kollege Keplinger einmal die Koorientierung der Journalisten genannt hat. Man orientiert sich nicht an der Wirklichkeit, wie sollte man auch, sondern an dem, was die Kollegen schreiben. Die größte und dichteste Echokammer ist der Journalismus. Hashtag Gamergate. Gamergate, dieses frauenfeindliche, misogyne Hashtag-Ding. Genau, wo hast du das überall gelesen? Ah, überall, gut. Haben sie gut voneinander abgeschrieben. Und hier geht es halt auch um die Arroganz. Um die Krise der klassischen Medien zu verstehen, ich würde noch einen Faktor ergänzen, die wahnsinnige Arroganz arrivierter Journalisten. Und das habe ich ja damals in der Zeit, als ich das Gamergate-Blog-Ding gemacht habe, des Öfteren zu spüren bekommen, dass mir dann gleich vorgehalten wird, ich sei ungebildet, apolitisch, ich hätte nicht das Niveau, um mit Journalisten zu diskutieren, etc. pp. Was mich auch richtig sauer gemacht hat. Und so auch ein kleiner Faktor zur Entstehung der Weltraumwaffen, ja. Hab da gut gemacht.